jetzt noch nicht verändern. Ja, wieder ein recht softer Aufschlag. Gleich bestraft. Gnadenlos. Im zweiten Versuch aufgelöst. Steht 23 zu 21. Jetzt kommt Daniel Günther, um den Block nochmal ein bisschen größer zu machen. Aus Sicht der Herrschinger durchbrochen. Und da ist der Monsterblock von was für ein Block gegen Rubenschott. Wirklich, wie er damit rumgeschrien hat. Ja. Und wie viel Unterhaltungswert hatte. Boah. Ah, schön. 20 zu 22. Verkürzt. Aber die Haringer, zwei Breaks vorne. Und Daniel Günther ihren Zugriff noch nicht so gefunden haben, wie es jetzt seit einigen Spielen der Fall ist. Und der Mann einfach. Ja. Da ist er wieder. Der schmeckt. Gegnerische Coaches sagen, sie bereiten sich explizit auf ihn vor. In dem Fall ist Austin betaut, ja. Auf ja. Aufschlag, der immer ein bisschen wie ein Keks aussieht, aber Wirkung hat meistens. Ja, trifft ihn natürlich sehr weit oben und dann dieser Flatteraufschlag. Und jetzt hier mal eine grandiose Abwehr von einem 2,13 Meter Mann. Rubenschott aus dem Rückraum. Und wieder mit Überlegen. Wie überlegen und stark ist Rubenschott. Deutlicher Vorsprung jetzt für die Gäste. Overpass, Druckduell. Der wird noch hinten abgewehrt. Team schenken sie hier nichts. Wahnsinns-Rally hier. Aus den unmöglichsten Positionen gerettet. Ja, die Dachauer sind wach, sind da. Aber der zieht durch. Mit Netzroller, Sato ist da. Abwehr ist die da. Chance. Was für die eine Chance. Abwehr. Und jetzt großartige Abwehr von Severin Brandt beim ersten Ball. Und dann stehen alle zu weit vorne. Natürlich geht er da voll rauf. Schade. Ja. Ab. Herrsching, Johannes Zelle schreitet zum Aufschlag. Super. Gute Annahme, sehr gute Annahme. Philipp Jung, aber Sato mit einem Arm. Jetzt geht's nur hoch. Ah, den muss er Danke, Ball, Herrsching. Über die Mitte, über die Mitte. Okay. Oh, das ist stark. Aber wir haben hier eine ganz, ganz starke Quanstein. Ja, zwei, drei Aufschlagfehler zu viel, aber ansonsten performen die Mannschaften richtig. Komisch, ne? Ohne Wenn und Aber. War nicht perfekt gespielt. Für Mittelblocker immer wieder unheimlich schwierig, solche kurzfristigen technischen Sachen zu lösen. Oh. Bekovic gut gerochen, ne? Der steht da wirklich auf der 3-Meter-Linie. Gegen einen Dreierblock. Hier schöne Abwehr, Lüneburg, Hochball. Das heißt, Tim Peter geht zum Dreierblock und dann wirklich spitzdiagonal vorbei. Wesley ist ein Top-Libero, aber da keine Chance. Mitte jetzt, gute Abwehr. Boah, nochmal. Ja, Variante sicher von Tim Peter war richtig. Den können sie noch mal. So, und jetzt ordentlich einen hohen Ball. Guter Pass und mutig, mutig. Aber Friedrichshafen hält den Ball einfach im Spiel. Ja, das ist so ein bisschen hier auch, ich würde mir Tim Peter mutiger wünschen, weil das war eine gute Situation, aber